Moin Leute und herzlich willkommen zu dieser weiteren Folge GTA 5 LSPDFR. Und wie ihr sehen könnt, sind wir heute mal als Motorradpolizist natürlich mit einem deutschen Polizeimotorrad und auch mit der deutschen Polizeiuniform unterwegs auf Streife, beziehungsweise jetzt momentan wurde eine Person mit einer Waffe gemeldet und wir müssen jetzt erstmal schnell dahin und gucken, ob diese Person wirklich eine Waffe hat oder was da so ganz genau abgeht. Deswegen, das ist auch hier schon direkt vor Ort. Ich denke mal, ihr könnt gleich auch euch das Motorrad genauer angucken und ja, hier ungefähr in der Nähe soll eine Person weiße Hautfarbe mit einem langen braunen Haaren und einem weißen T-Shirt sein, die wohl mit einer Waffe hier gesichtet wurde. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen hier im Gebiet uns umschauen. Hier können wir jetzt nochmal das krasse Motorrad ansehen. Oh, ich habe ja so einen Helm auf. Also ich muss sagen, die Uniform sieht wirklich mega, mega cool aus. Nur man muss vielleicht noch ein bisschen was am Helm verbessern. Aber sonst finde ich die wirklich mega cool. Und oh, ich höre jemanden. Ah, okay, es sind nur hier wohl ein paar Anwohner, die wahrscheinlich die Person mit der Waffe gemeldet haben. Wir müssen jetzt mal uns hier ein bisschen umschauen, ob wir die Person irgendwo finden können. Denn wir wollen ja jetzt nicht, dass die mit der Waffe hier irgendwie auf irgendwelche Leute hier schießt oder so. So, hier. Okay, wir haben sie gefunden. Da hinten ist er. Ja. Guten Tag. Die sieht aber ein bisschen anders aus als beschrieben. Also ein weißes T-Shirt ist das nicht. Vielleicht hat er sich ein bisschen im Dreck gewälzt oder so. Ich weiß es auch nicht. Aber auf jeden Fall ziehe ich jetzt erstmal die Waffe hier so. Muss ja immer griffbereit sein. Guten Tag daher. Uns wurde hier eine Person mit einer Waffe gemeldet, die auf ihre Beschreibung mehr oder weniger zutrifft. So, er fragt hier gerade, gibt's irgendein Problem? Waffe? Hat jemand gesagt, ich habe eine Waffe? Ja, der Herr, es haben hier ein paar Anwohner sie gemeldet. Nee, ich habe keine Waffe. Wer erzählt denn solche Ideen? Nee. Also sowas habe ich nicht. Okay, dann rennen sie aber bitte nicht vor mir weg, wenn sie keine Waffe haben. Rennen sie bitte nicht vor mir weg. So, bitte legen sie sich auf den Boden, ich werde es jetzt erstmal kontrollieren. Oh Mann, ich stecke hier schon wieder fest. So, gut, der Herr wollte hier schon wegrennen und ja, man sieht schon, er wälzt sich in der Erde. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, wieso sein T-Shirt nicht gerade weiß ist. So, sie sind dann hiermit erstmal vorläufig festgenommen und wir haben auch eine Pistole an seinem Körper gefunden. Also der Herr, sie hatten doch wohl eine kleine Waffe mit sich. Naja, wir werden dann erstmal Kollegen anfordern. Das Gute ist, wir können als Motorradpolizist die Person hier nicht irgendwie ja, mit zur Wache fahren, weil unser Fahrzeug ist ein bisschen zu klein. Das heißt, wir müssen so oder so immer Leute hier rufen, die uns die Person abtransportieren. So, mal gucken, ob die Kollegen schon kommen. Ja, da vorne kommen sie auch schon. Hier. Wie hast du jetzt das gemacht mit den Handschellen? Naja, so, Kollegin, führ den mal bitte ab ins Gefängnis mit dem, der hatte eine Waffe. Und wir können uns dann jetzt auch wieder auf Streife begeben. Ich werde euch gleich das Motorrad nochmal ein bisschen zeigen, beziehungsweise, ja, wir fahren jetzt erstmal wieder auf Streife. Bis gleich. Momentan ist noch alles hier ruhig auf den Straßen. Es ist auch gerade in-game erst 11 Uhr morgens oder so. Also, ihr seht schon, ich fahre heute mal auf dieser eher ländlicheren Umgebung auf Streife. Einfach mal, um zu gucken, ob hier auch was los ist. Aber ich denke, für mich als krassen Motorradpolizist ist das natürlich kein Problem. So, wir gehen auch gerne mal in diese Ansicht hier, um mal zu gucken, wie das Ganze so aussieht. Und fahren dann jetzt mal ein bisschen hier rum und haben auch direkt wieder einen Einsatz. Und zwar die Vergewaltiger schlagen wieder zu. Och nein, immer diese Vergewaltiger. Na, da müssen wir jetzt direkt mal hin. Ich mach mal die Sirene an oder nee, lieber doch nicht, weil sonst hören mich die Leute vielleicht noch und rennen weg oder so. Okay, hier in dieser schicken Wohngegend. Okay, hier wurde das anscheinend uns gemeldet. Mal gucken. Also ich sehe hier auf den ersten Blick erstmal nichts, oder? Da hinten? Ja doch, da rennt schon eine Frau. Da rennt schon eine Frau. Okay, okay. Okay, wir müssen uns beeilen. Wir müssen den Täter stoppen. Und da ist der Herr. So, Ende. Ende der Herr. So. Ja, was ist denn mit Ihnen los? Jetzt stehen sie hier einfach rum. Na, auf jeden Fall, der Herr, ich möchte mal erstmal den Ausweis sehen, wieso sie hier einfach der Frau da hinterher rennen. Sie sind auf jeden Fall, ja, sehr schön gekleidet, muss ich schon sagen. So, das ist der Geoffrey Higgins oder sowas. Geoffrey Higgins. Fragen wir jetzt erstmal bei der Leitstelle ab, ob da irgendwie was auf den geschrieben ist. Nee, anscheinend hat er noch nie was verbrochen. Also, der Herr, ich kann Ihnen natürlich jetzt nicht nachweisen, dass Sie die Frau vergewaltigt haben, weil ich habe hier halt nur zwei rennende Personen gegeben. Deswegen würde ich sagen, gebe ich Ihnen hier mit einem Platzverweis. Entfernen Sie sich bitte, gehen Sie nach Hause oder so, ziehen Sie sich was an. Und daher ist der Einsatz jetzt für uns gegessen. Ich werde ihn jetzt mal nicht verhaften.
Denn wir haben auch schon wieder einen neuen Einsatz bekommen. Und zwar, angeblich gibt es hier wieder einen Terroranschlag. Und wir müssen da mal unseren Kollegen ein bisschen helfen. Oh mein Gott, okay. So, gut. Dann müssen wir jetzt mal gucken, Terroranschlag, wo der genau gemeldet worden ist. So, wir sind jetzt eingetroffen und die Terroristen haben sich hier in der Gegend irgendwo verschanzt. Meine Kollegen sind auf jeden Fall auch schon vor Ort. Die Terroristen befinden sich da direkt. Oh nein, ich musste jetzt rausspringen, nicht, dass der irgendwie auf mein Fahrzeug schießt. Scheiße, ich hab mich richtig verletzt. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt noch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, ich muss mich erstmal zurückziehen, Waffe ziehen. Und jetzt probiere ich mal auf die drauf. Oh mein Gott, okay, die schießen auf jeden Fall. Die schießen hardcore. Die schießen hart. Oh, meine Kollegen sind down. Und da kommt was Schönes auf mich zu. So, den einen haben wir, den einen haben wir. Wir brauchen auf jeden Fall hier SWAT. Wir brauchen auf jeden Fall SWAT. Okay. Wow, was die hier alle schießen für Sachen. Zum Glück treffen die mich nicht. Also, anscheinend ist es jetzt nur noch ein Terrorist, aber ich will nicht, dass der mein schönes Motorrad jetzt kaputt macht. So, wo ist der? Ich kann den von hier aus locker treffen. Wenn ich den finde. Achso, SWAT-Team hat sich schon drum gekümmert. SWAT-Team ist eingetroffen, okay. Ja gut, dann ist der Einsatz für uns erledigt. Also, ich als Motorradpolizist sollte auf jeden Fall nicht wirklich... Oh, meine toten Kollegen. Oh, ich rufe am besten jetzt erstmal Gerichtsmediziner an. Auf jeden Fall, ich als Motorradpolizist sollte mich, denke ich, nicht immer um Terroranschläge kümmern, denn das gehört, glaube ich, nicht wirklich zu meinem Beruf dazu. So, da vorne kommen die Gerichtsmediziner und wir begeben uns dann jetzt auch ganz normal auf Streife. So, wir wurden jetzt zu einem weiteren Einsatz gerufen. Und zwar anscheinend befinden sich gerade Verbrecher in einem Haus und brechen gerade ein. Das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich die Diebe auf frischer Tat ertappen und müssen da mal gucken, müssen quasi das Haus ein bisschen durchsuchen. Natürlich mit der gezogenen Waffe, denn wir wissen ja nicht, um was für Verbrecher es sich da handelt. Und anscheinend befinden sich diese Leute hier drinnen. So, wir müssen jetzt aber mal erstmal mit der Frau hier reden. Die hat es gemeldet und dann müssen wir noch auf unsere Verstärkung warten. Denn alleine werden wir ganz sicher nicht in das Haus reingehen. Denn ich meine, das ist schon ein bisschen gefährlich. Wir wissen nicht, um wie viele Verbrecher es sich handelt. Und deswegen, so. Danke, dass Sie hier sind, sagt die Frau. Ja, kein Problem. So, und zwar, sie kommt nach Hause. Und, die Tür war offen. So, okay. Die Tür war offen und war auch beschädigt. Das heißt, hier hat jemand die Tür offen gemacht und, ein bisschen dagegen gehämmert, würde ich sagen, mit einem Brecheisen. So. Und sie hat da jemanden, gehört, der da drin ein bisschen sich bewegt, ja. Also, der sich da drin ein bisschen umschaut. Das heißt, sie hat hier von außen gehört, wie sich da jemand drin befindet. Dann hat sie uns gerufen und wir müssen jetzt mal gucken, dass wir da reingehen. So, wo kommen denn meine Kollegen? Denn auf die müssen wir warten, dass es ganz dringend hat die Zentrale uns so mitgeteilt. Wir dürfen da ohne Kollegen nicht reingehen. Deswegen hoffe ich jetzt mal, dass meine Kollegen bald eintreffen. Ich meine, wo sind denn die? Haben die gerade noch eine Verkehrskontrolle am Laufen? Aber auf jeden Fall höre ich schon deren Sirenen hier. Ich denke, die kommen dann von da oder... Ja, wir müssen auf jeden Fall jetzt ein bisschen warten, bis sie eintreffen. Ich hoffe, das ist bald, denn ich möchte nicht, dass der Verbrecher jetzt abhaut, ja. Mit dem Diebesgut. Das ist natürlich nicht so gut. So, Kollegen, macht mal ein bisschen hinne. Und ihr könnt mir auch mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr für Videos am besten findet. Also, ob ich eine Motorradstreife öfter machen soll, ob ihr die normalen Streifen besser findet oder ob ihr gut findet, wenn ich ein paar Kontrollen mache oder vielleicht auch, wenn ich SWAT-Einsätze mache. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was so eure Lieblingsvideos sind. Und, Alter, meine Kollegen, die sollen jetzt mal langsam eintreffen. Ich raste gleich hier aus. Okay, da hinten sind sie. Ja, ihr habt's wirklich schnell geschafft. So, die Sirene hättet ihr am besten auch ausgemacht. Jetzt weiß der Dieb, dass wir kommen und verschanzt sich wahrscheinlich. Also der Dieb wird sich jetzt im Haus verstecken, weil der uns gehört hat. Allerdings, Kollegin, steigt mal aus. So, okay. Dann werden wir jetzt mal das Gebäude kontrollieren. Leider, seht ihr, sind das jetzt zwei weibliche Kolleginnen. Die haben nicht die deutsche Polizeiuniform an, weil ich die nicht für, die gefunden habe. Aber ich hoffe, das ist jetzt kein Problem. So, dann werden wir jetzt mal das Gebäude stürmen und... Natürlich mit gezogener Waffe. Das Gebäude ist relativ klein, das heißt, ja, da ist der Täter auch schon. Ja, meine Kollegin hat ihn direkt entdeckt. Normalerweise in der Stadt, wenn da so ein Einsatz reinkommt, dann ist das Gebäude auch manchmal riesig groß und dann muss man da wirklich manchmal 2-3 Minuten rumsuchen, bis man den Täter findet. Also dieser Einsatz ist wirklich sehr vielfältig. Ich hoffe, den erleben wir nochmal in einigen Folgen, weil der ist wirklich mega cool. So, Kolleginnen, vergewaltigt den... Oh, okay, er greift meine Kollegin an. So, was machen sie denn? Gut, Alter, der greift immer noch meine Kollegin an. Was ist mit dem falsch? So. Okay, der Herr. Ich habe den, glaube ich, ein bisschen zu Tode geschlagen. Dann brauchen wir jetzt erstmal bitte einen Rettungswagen und
Ich denke, den Täter haben wir dann jetzt erstmal bekommen. Aber der hat meine Kollegin angegriffen. Das lasse ich natürlich nicht zu. Deswegen Rettungswagen. Rettungswagen sollte gleich eintreffen. Und Waffe brauche ich jetzt momentan auch nicht. So, mal gucken, ob der Rettungswagen gleich kommt. Dann müssen wir den Täter nämlich nochmal verhaften und mitnehmen. Da kommt er auch schon. Das gute alte deutsche Rote Kreuz. Oder was ist das? Nee. Ganz normaler Rettungswagen. So, so die Herren, hier. Mal gucken, von welcher Firma, vor allem. Nee, das ist einfach nur die Feuerwehr. Berliner Feuerwehr. Ja, wir sind in Berlin, Leute. So, okay. Hier, meine Herren, haben wir so einen kleinen, Verbrecher. Den musste ich leider aus Notwehr hier ein bisschen schlagen. Vielleicht können sie ja noch was für den tun. Moment, ich fahre mal mein Motorrad ein bisschen hier weg, damit sie auch ein bisschen an den rankommen. Und, ja, ich hoffe mal, ihr kriegt das hin. Anscheinend nicht, oder? Müssen wir mal gucken. Ne, das war zu spät. Der wird nicht mehr geheilt. Das heißt, wir brauchen jetzt Gerichtsmediziner hier, die die Leiche dann abtransportieren. Das tut mir auf jeden Fall leid, dass ich den jetzt töten musste. Allerdings, wer stirbt denn bitte durch einen Schlag? Naja, ist ein bisschen komisch das Ganze. Wahrscheinlich hat er ein bisschen Drogen genommen oder so. Keine Ahnung. Gerichtsmediziner kommen uns dann auch gleich entgegen. So, die sehen wir dann auch gleich. Kümmert euch mal um den. Und wir begeben uns dann jetzt auch schön weiter hier ein bisschen auf Streife, aber haben auch schon wieder einen Einsatz bekommen. Und zwar brauchen gerade Kollegen von uns Unterstützung während einer Verkehrskontrolle. Da müssen wir natürlich jetzt hin. Wir werden jetzt ein bisschen schneller machen, also werden jetzt, Sirenen machen wir jetzt mal an. So, ich habe beim Motorrad leider noch nicht die deutschen Polizeisirenen eingefügt. Bei allen anderen Fahrzeugen habe ich das gemacht, beim Motorrad leider noch nicht. Aber ich denke, das stört auch nicht so. So, also auf jeden Fall, wir haben jetzt von der Einsatzleitstelle den Einsatz bekommen, dass wir unsere Kollegen ein bisschen unterstützen sollen. Und was machen die Herren hier? Naja, auf jeden Fall, wir müssen unsere Kollegen jetzt bei einer Verkehrskontrolle unterstützen. Und da sehen wir ihn auch schon. So, dann würde ich sagen, steigen wir jetzt mal aus und reden mit unserem Kollegen, wieso er das Fahrzeug da angehalten hat. Und das Fahrzeug flüchtet. Das Fahrzeug flüchtet. Okay, Fahrzeug ist flüchtig, das heißt, wir brauchen hier auf jeden Fall Verstärkung. Und Kollege, fahr mal los. Okay, perfekt. So, wir brauchen hier Verstärkung. Ein flüchtiges Fahrzeug haben wir. Oh, hier sind Tiere. Wir brauchen auf jeden Fall Luftunterstützung. Luftunterstützung wird benötigt. Ein paar weitere Einheiten. Und ich würde sagen, komm, wir spielen jetzt mal in der Perspektive hier. Ich glaube, Ego-Perspektive. Und, was macht mein Kollege da? Okay, wir haben den Täter, eingekesselt. Meine Kollegen sind auch schon da. Meine Kollegen sind so schnell gekommen, wie es geht. Wir kriegen den auf jeden Fall heute noch. Oder morgen. Nein, Spaß. So, Täter ist weiterhin flüchtig. Ich werde gleich den Beschuss auf sein Bein eröffnen, wenn wir den nicht bekommen. Ansonsten hoffe ich, mein Kollege kriegt es hin, den zu tasern oder so. So, man sieht schon, wir holen immer weiter auf und er ist gestolpert. Okay, mein Kollege hat ihn jetzt getasert. Boah, die Aussicht hier. Ey, das ist doch krass. Und da vorne sind Leute. Guck mal, da vorne sind Leute. Und die springt. Seht ihr? Die springt die ganze Zeit. Brauchen die Hilfe oder so? Müssen wir gleich mal gucken. Auf jeden Fall sie. Sie werden jetzt von meinem Kollegen erstmal festgenommen. Sind dann hier mit vorläufig wegen Flucht vor Beamten. Oder, ja, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verhaftet. Ja, ich laber mal wieder nur die sinnvollste Scheiße hier. So, ich werde dann jetzt mal gucken, was da vorne uns erwartet. Denn, die beiden Personen da. Ich meine, ich habe die Frau irgendwie gerade hüpfen gesehen oder so. Wir müssen mal gucken, ob die irgendwie Hilfe brauchen. Wir fahren einfach jetzt mal ganz kurz dran vorbei. Und das Fahrzeug müssen wir noch abschleppen. Stimmt. Fahrzeug muss abgeschleppt werden. So. Abschleppwagen wird jetzt gerufen, weil das geht natürlich nicht. Das blockiert hier die ganze Straße. Und die Straße ist natürlich hier viel befahren. Hier kommen tausende Menschen vorbei jeden Tag, die zur Arbeit fahren müssen. Okay. Dann würde ich sagen, müssen wir jetzt erstmal auf die andere Seite kommen. Ich glaube, das machen wir dann. Ne, tatsächlich. Hier müssen wir langfahren, okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber unter diesem schönen Haus hier, unter der Brücke, müssen wir dann hier mal langfahren und gucken. Aber ich denke... Oh, die sind weg, oder? Ah, da vorne. Da vorne sind sie. Was geht hier ab? Ist das hier eine illegale Party oder eine legale Party? Was geht hier ab, Leute? Also wir haben hier auf jeden Fall sehr viel Alkohol schon. Wir haben hier sehr viel Alkohol. Das heißt, wir werden jetzt erstmal die Person drauf ansprechen, ein bisschen kontrollieren, nicht, dass die irgendwie aggressiv sind. Okay, da rennt eine weg, die schnappen wir uns als erstes, denn wer vor der Polizei wegrennt, also wahrscheinlich hat die uns gesehen und rennt direkt weg und wir haben einen weiteren Einsatz bekommen, da müssen wir uns gleich drum kümmern, aber erstmal hier kurz drum. So, die Person rennt weiter weg, ich werde die gleich tasern müssen. So, getasert. So, die Dame, wieso rennen sie denn weg, wenn sie uns sehen? Das kann ich jetzt gar nicht verstehen. Am besten mal die Hände in deinen Kopf. Ich wollte die eigentlich nur befragen, aber wenn die hier direkt wegrennt, ja?
Das geht nicht. So, also wenn bei Ihnen alles in Ordnung ist, werde ich Sie auch gleich wieder freilassen. Allerdings, wir haben jetzt auch schon wieder einen Einsatz bekommen. Und zwar müssen wir gleich nochmal gucken, da sind anscheinend Personen, aggressive Personen oder weniger aggressive Personen, wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall, da campen Personen unerlaubt und manchmal greifen solche Personen einfach mich an, wenn ich die darauf anspreche. Auf jeden Fall, Sie können mal wieder aufstehen. Sie wollen hier sitzen bleiben oder wie? Okay, ich weiß auch nicht, was die Frau hat. So. Bitte aufstehen. Aufstehen. Und jetzt folgen Sie mir mal. Einfach folgen. Einfach folgen, nicht... Ja, perfekt. So, die folgt uns jetzt und wir gucken dann mal, was mit deren Freunden da los ist. Ob da irgendwie einer gesucht wird. Obwohl, wir müssen jetzt nicht jeden kontrollieren, weil wir haben jetzt eigentlich auch keinen Straftatbestand hier. So, die Frau kommt jetzt hoffentlich, aber wir fordern mal Kollegen an, die abtransportieren. Denn die Frau ist ein bisschen neben der Spur. Wenn die schon die ganze Zeit sitzen bleibt... Und nicht auf uns hört, ne? Da muss die natürlich hier auch abtransportiert werden. So, wir bringen die dann jetzt mal zu unseren Kollegen. Ich höre sie schon. Ausweis werden dann unsere Kollegen auf der Wache kontrollieren. Und ich denke, die Frau kommt dann in die Entnüchterungszelle. Wir können nochmal einen Alkoholtest machen, wenn das überhaupt geht, während die hier so gefesselt ist. Mal gucken. Alkoholtest und... Kein Alkohol getrunken. Oh. Ja gut, dann müssen meine Kollegen mal einen Drogentest oder sowas machen. Auf jeden Fall, die Frau ist hier direkt bei meinem Anblick... oh, das klingt schon wieder blöd. Die ist direkt weggefahren, als wir eingetroffen sind. Von daher bitte einmal abtransportieren. So, und wir haben jetzt auch schon den nächsten Einsatz bekommen. Und zwar, wie gesagt, campen gerade Personen auf einem Gelände, wo das nicht gestattet sind. Also unerlaubtes Camping. Allerdings wurde ich schon öfter mal zu solchen Einsätzen gerufen während meiner Polizeikarriere. Und manchmal sind diese Personen sehr aggressiv, weil ich muss die halt wegschicken, ja. Manchmal sind die Personen so aggressiv, dass die dann ja einfach auf mich schießen oder sonst wie. Das heißt, wir müssen da mal gucken, dass wir hier mit äußerster Vorsicht rangehen, denn ich möchte heute nicht sterben oder ins Krankenhaus. Deswegen so, wir sind noch 600 Meter entfernt, werden dann gleich auch mal unsere Sirene ausmachen und ja, damit die jetzt uns nicht direkt hören und die Waffen ziehen oder so. Aber vielleicht sind die auch ganz friedlich, das wissen wir halt noch nicht. Und anscheinend haben die Anwohner jetzt gesagt, beziehungsweise dem Typ, dem das Grundstück gehört, dass es sich da um 5 Personen handelt. Und ja, hier sollen die anscheinend irgendwo sein. So, da kommt schon einer auf mich zu. So. Guten Tag, ich glaube, Sie campen hier einfach ohne Erlaubnis. Kann das sein? Also wir müssen jetzt auf jeden Fall 5 Personen kontrollieren. Hallo, bleiben Sie mal stehen. Bleiben Sie mal stehen. Die fragt hier gerade, wieso sind die Cops hier? Also, können Sie mal stehen bleiben? Ja, perfekt. Oder so. Ich möchte mal gerne Ihren Ausweis sehen. So, das ist die Lyra MC Roll. Komischer Name, aber Lyra MC Roll mal kontrollieren. Was so bei der los ist. Und die wird anscheinend sogar von uns gesucht. Okay, die wird von uns gesucht. Also die Dame mit ihrem Campingausflug ist es hier vorbei. Sie sind hiermit vorläufig erstmal festgenommen. Denn sie werden momentan schon von uns gesucht. Auf sie ist eine Fahndung ausgeschrieben. Von daher bitte bleiben Sie hier. Meine Kollegen kommen gleich und werden sie abtransportieren. Am besten setzen Sie sich mal auf den Boden. Und dann kümmern wir uns mal um die anderen Leute, die hier noch sind. Anscheinend sind hier noch 4 Personen. Müssen wir mal gucken, wo die sich befinden. Hier haben wir auf jeden Fall schon das Fahrzeug sichergestellt. Wo die anscheinend, ja, mitgecampt haben, beziehungsweise wo die hier hingekommen sind. Und meine Kollegen fahren hier über das Wasser, oder? Ist das hier Wasser? Nee, so ein bisschen höchstens. Okay, also wir haben auf jeden Fall noch 4 weitere Personen. Wir müssen da mal gucken, wo die sich noch befinden. Nicht, dass die hier irgendwie illegale Sachen betreiben oder... Keine Ahnung, müssen wir auf jeden Fall mal gucken. Vielleicht baden die hier auch. So, ich würde sagen, da vorne sehe ich schon eine. So, guten Tag, die Herren, die kommen jetzt zu zweit auf mich zu. Ich werde einmal Verstärkung schon mal anfordern. So, guten Tag, der Herr. Bitte bleiben Sie mal her. Ja, es gibt ein Problem. Er meint hier gerade, ich campe hier doch nur. Gibt es ein Problem? Ja, es gibt ein Problem. Und zwar dürfen Sie hier nicht campen. Der Anwohner hat uns hier informiert. Der Typ, dem das hier Ganze gehört. Von daher möchte ich mal bitte Ihren Ausweis jetzt sehen. Ihren Ausweis und danach werde ich die Person dann darauf hinweisen, dass sie sich hier von dem Gebiet entfernen soll. Mal gucken, ob die dem dann auch nachgeht. Das ist an Tony Hunter, also ein kleiner Jäger hier. Ne, mal gucken, ob der auch gesucht wird. Nein, mit dem ist alles okay. Gut, der Herr. Dann bitte ich Sie jetzt, das Gelände zu verlassen. Ja, okay, er geht sogar raus. Okay, er will das Gelände sogar verlassen. Dann gibt es hier noch eine Person. So, guten Tag. Was ist denn mit Ihnen los? Sie fragt gerade, ob sie hier ein Gesetz bricht. Ja, weil das hier ist ein fremdes Grundstück. Deswegen würde ich sagen... dürfen sie hier leider nicht.
Ne, dürfen sie ja leider nicht campen. Von daher einmal bitte hier einen Ausweis und danach werde ich dann die Frau auch dem Gelände hier verweisen. So, das ist die Crystal Williams. Mal gucken, ob die gesucht wird oder sonst wie. Also momentan verhalten sich hier noch alle Personen friedlich. Bitte verlassen Sie das Gelände. Okay, macht die auch. Gut. So, momentan verhalten sich alle Personen friedlich. So wie ich das jetzt mitbekommen habe, haben wir jetzt schon 4 Personen, oder? Ne, 3 Personen haben wir schon. Okay, 3 Personen. Das heißt, hier ist die 4. Person. Werden wir dann auch jetzt vom Gelände verweisen, wenn die kooperativ ist. So. Guten Tag. Was ist denn mit Ihnen los? Oh, warte, die Zentrale will gerade einen Status von uns. Bei uns ist momentan alles okay. So. Ja, Sie dürfen dieses Gelände hier nicht betreten. Das ist, wie gesagt, Privatgelände und deswegen dürfen Sie hier nicht sein. Der Besitzer hat sich leider beschwert. Einmal bitte hier einen Ausweis. Nee, das ist kein öffentliches Land hier. Das gehört Los Santos. Und der Bürgermeister hat gesagt, nee, das geht hier so nicht. Also, das ist die Jennifer. Jennifer Lewis. Müssen wir mal gucken, was mit der so los ist. Und die wird auch gesucht. Gut. So. Dann sind sie hier mit vorläufig festgenommen. Wir können es auch friedlich machen. Ich lege ihnen einfach Handschellen an. Okay. Anscheinend will sie das nicht. Dann wird er auf den Boden legen. Einfach auf den Boden legen. Sie sind verhaftet. Und werden dann auch gleich... Was fährt denn da jetzt? Okay, müssen wir uns gleich mal drum kümmern. Aber ich denke, der fährt jetzt auch ganz schnell weg. So. Sie sind hier mit vorläufig festgenommen. Meine Kollegen werden sie dann gleich jetzt auf die Wache begleiten. Und... So, kommen Sie mal bitte mit. So, nicht ins Wasser springen, einfach mitkommen. Meine Kollegen kommen gleich und klären dann alles weitere. Ich weiß jetzt nicht, wieso sie gesucht werden. Allerdings werden sie gesucht. Da hinten kommen meine Kollegen auch schon. Und so wie es aussieht, haben wir jetzt noch eine Person hier, die gesucht wird. Ich werde jetzt erstmal zum Motorrad zurückgehen und dann hier mal ein bisschen abfahren. Außer das war jetzt die letzte Person. Außer wir haben hier doch nur 4 Personen. Aber das weiß ich leider nicht. So, mein Motorrad ist da vorne. Steige jetzt erstmal ein und dann fahre ich hier noch ein bisschen rum. Ne, okay, da hinten ist anscheinend die nächste Person. Die letzte Überbliebene der 5 Camper wurde auch gesichtet. So. Oh, oh, oh. Der Herr. Ich frage mich, wieso die hier einfach so rumstehen, ja? Die ganze Zeit. Und hier ist anscheinend so eine Sumpflandschaft. Also man sieht schon, ich kann hier ganz schwer gehen. Oh Mann. Ach, deswegen liebe ich GTA, wegen solche kleinen Details. Hallo, guten Tag, der Herr. Ja, was ich hier mache, ich verweise sie dem Gelände. Wieso? Doch, sie müssen das Gelände hier verlassen. Der Anwohner hat sich beschwert. Ich bitte sie daher, das Gelände jetzt gleich zu verlassen. Ich werde nochmal ihren Ausweis kontrollieren. Jason, Baye oder Bay. Und der hat auch nichts. Also, komischerweise wurden nur die Frauen gesucht. Ja, es ist mal wieder so komisch. Nur die Frauen werden hier gesucht. So, deswegen bitte ich sie jetzt, das Gelände zu verlassen. Ja, einfach Gelände verlassen. Und dann war's das. So. Gut, der hat jetzt gesagt, er packt seine Sachen und wird dann das Gelände verlassen, auf wie ich hier gehe. Alter, Leute. Okay, können wir hier überhaupt noch wegfahren? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ja, wir können hier wegfahren, okay. Wow, oh, mein Motorrad sieht jetzt aber nicht gerade gut aus. Muss ich schon sagen. Ne, sieht nicht gerade gut aus. Ich hoffe, die Person wurde jetzt hier schon abtransportiert. Die Frau, ja, befindet sich nicht mehr hier. Gut, ich denke, dann ist der Einsatz für uns zu Ende. Werde ich das Zentrale so mitteilen. Und wir haben alle Personen hier identifiziert und uns um die gekümmert. Auf jeden Fall, die waren sehr friedlich, sehr kooperativ, außer die gesuchten Personen. Ja, die hatten jetzt leider Pech. Ich würde dann sagen, diese Folge ist hiermit zu Ende. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir hatten jetzt heute ein paar friedliche Einsätze. Ein paar, ja, mehr oder weniger friedliche Einsätze. Ich hoffe, euch gefällt auch mal sowas. So ein normaler Streifendienst, würde ich mal sagen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.